Ja, mein Name ist Peter Steding, bin geschäftsführender Gesellschafter der Heidelberg GmbH in Olching bei München. Wir sind ein führender Vermarkter für hochwertige Käse, Feinkostprodukte, Feinfoodprodukte im deutschen Handel, arbeiten mit allen Handelszentralen, Rewe, Edeka, Markant-Gruppe zusammen, auch mit dem Discount, und wir betreiben hier ein eigenes frische Lager, sind 2022 gestartet mit einem Autostore-Projekt und haben dort sehr viele hilfreiche Erfahrungen gemacht und uns als Unternehmen sehr positiv weiterentwickelt. Sie haben natürlich eine Effizienzthematik, die ist, wir haben eine extrem geringe Fehlerquote aufgrund der durchgehenden, sag ich mal, saubersten Erfassung und Zuordnung in den ganzen Kistensystemen. Sie haben Inventurdaten, da träumen andere davon, wenn ich die mal nenne, dass wir also Inventurdifferenzen von 0,3 oder 4% haben. Und wir haben natürlich eine sehr, sehr hohe Verlässlichkeit des Systems, eine enorme Laufruhe von der technischen Seite, das kann man definitiv sagen. Und wir haben unser System jetzt, glaube ich, 4-mal oder 5-mal schon erweitert, teilweise pro Stunde an die 1500 Kisten dort durchfahren, sodass wir da schon sehr, sehr zufrieden sind mit diesen Leistungszahlen. Wir haben unsere Roboteranzahl auf fast 65 Roboter jetzt nach oben skaliert und sind in der Lage, da am Tag an die 13.000 Picks abzuwickeln. Also das, was wir heute machen, könnten wir nicht ansatzweise tun ohne dieses System. Das Thema ist so, Sie haben durch einen kontinuierlichen Arbeitsprozess, den AutoStore bietet, die Möglichkeit, Ihre Überstunden komplett in den Griff zu bekommen. Wir haben so gut wie keine Überstunden mehr im Lager. Das ist sensationell, also eine totale Arbeitszufriedenheit. Dadurch, die Leute sind happy, verbleiben Ihnen im Unternehmen. Sie haben einen ganz anderen Geräuschpegel. Das ist ein total ruhiges Arbeiten durch AutoStore. Es ist sehr koordiniert und sehr strukturiert. Und das Wesentlichste für die leitenden Mitarbeiter im Lager ist einfach, sie wissen, sie stemmen ihren Kommissionierprozess. Die Zusammenarbeit mit der Firma Hörmann war dort sehr gut, sehr seriös, und die Herrschaften waren sehr ambitioniert. Wir hatten auch hier und da Probleme, mussten dann sehr schnell nach oben skalieren durch mehr Roboter und mehr Ports, um dann unser normales Geschäft noch darstellen zu können. Die wurde aber dann gemeinschaftlich gelöst und wir denken jetzt schon eigentlich über die nächste Erweiterung nach. Das ist schon ein beachtliches Projekt gewesen für uns, weil wir natürlich in einer unglaublichen Geschwindigkeit so skalieren konnten und wickeln einen Großteil unseres Warengeschäftes heute eben über diese Methode ab und sind dadurch wirklich absolut höchst zufrieden. Kühlpflichtigkeit könnte für Sie noch von Interesse sein. Ne? Das war natürlich auch ein großes Sorge für uns. Wie geht es mit Ware, die eventuell, gerade im Käsebereich gibt es Produkte, die auch, haben die nicht eventuell vakuumverpackt sind, sondern auch in Pergamentpapier oder in Wachsfolie oder in verschiedenen Themen. Also das schafft das System gut. Wir haben es auch so programmiert, dass man dort Fotos hinterlegen hätte können. Das haben wir aber nicht dann gemacht. Das war eben die Anfangsidee, aber es ist ja auch kein Problem, dass Sie den Artikel aufrufen, Sie wissen, was Sie einlagern müssen. Und dann zeigt Ihnen das System im Endeffekt, wie Sie es einlagern. Und erst danach haben Sie natürlich mit den EPS-Kisten ein hervorragendes System. Da können Sie mehrere Produkte lagern. Wir haben auch die Möglichkeit, das lassen wir gerade programmieren, der Sequenzierung. Das heißt, wir können Sortimentsbereiche auch steuern, dass wir sagen, es gibt Sortimentsbereich Desserts, trenne ich in dem Auftrag von dem Sortimentsbereich Wurst und Schinken und trenne dann noch Käse, dass die Warenannehmer auf der anderen Seite den Auftrag in Anführungszeichen zwar nicht Sorten reinbekommen, aber ziemlich Sorten reinbekommen. Das ist eine große Hilfestellung auch für die Kunden. Ich finde es ein geniales System und das Schöne ist, wenn Sie dann eine Betriebsführung machen mit Kunden oder mit Lieferanten, Sie brauchen nicht mehr viel reden. Das System erklärt sich sublim selber, dass Sie ein zukunftsweisendes System im Haus haben letztendlich. Dass Sie auch Kapazitätsprobleme, Krankheitsfälle im Unternehmen ganz anders abpuffern können und einfach skalieren können.
Und ich würde es wieder machen. Wir planen momentan den Anbau-Express, auch eine Erweiterung unseres Outdoor-Stores.